Telefonie und frei sprechen. Sehr gute Audioqualität. Optimale Spracherkennung, auch bei lauter Umgebung oder aus großer Entfernung. Wer in den hart umkämpften Smart-Speaker-Markt einsteigen will, muss der Konkurrenz voraus sein. Denn ähnlich wie bei Smartphones wird der Markt von großen IT-Firmen dominiert, die schon lange ihre Plattform ausbauen und Nutzern eine Vielzahl von Funktionen anbieten. Und doch wagt die Deutsche Telekom mit dem Smart Speaker, dem ersten Sprachassistent aus Deutschland, diesen Schritt. Doch dabei ist sie nicht allein. Um das Innovationspotenzial bestmöglich auszuschöpfen, arbeiten nationale und internationale Partner zusammen. So begleitet auch der Institutsteil Hör-, Sprach- und Audiotechnologie Oldenburg des Fraunhofer Instituts für digitale Medientechnologien IDMT die Entwicklung des Smart Speakers vom ersten Tag. Für uns war das Projekt mit der Telekom ein absoluter Glücksfall, denn wir waren da wirklich von Anfang an mit involviert, von der Ideenfindung über die Konzeptionierung und dann eben halt auch bis zur ersten Prototypenfertigung. Und wir konnten unsere Expertise wirklich über die gesamte Signalkette einbringen, das heißt von der Signalaufnahme bis eben zur Signalwiedergabe. Also durch die enge Zusammenarbeit mit den Produktdesignern und auch mit den Designern vom Zulieferer konnten wir halt relativ früh gucken, wo können wir Kompromisse machen und wo müssen wir Kompromisse machen. Wie kriegen wir möglichst viel Sound in ein so kleines Gehäuse? Und der Sound soll halt nicht nur zum Musikhören geeignet sein, sondern wir wollen halt auch unterschiedliche Use Cases damit abdecken. Zum einen natürlich high-endige, schöne Musik, die wir halt wiedergeben können, und zum anderen muss darüber auch telefoniert werden. Wir erreichen diese klasse Audioqualität, indem wir ein paar Tricks anwenden. Unter anderem nutzen wir Passivradiatoren, die letztlich das Volumen des Lautsprechers vergrößern und dadurch insbesondere einen besseren Bass ermöglichen. Natürlich müssen wir alle Fragen klären, die Kunden an uns haben. Und ein schönes Beispiel im Telekom-Projekt war, dass die Bespannung des Lautsprechers aus Designgründen natürlich sehr blickdicht sein sollte. Man sollte die Technik dahinter nicht sehen. Aber wir natürlich als Akustiker viel Luft durch diesen Stoff durchbringen wollen, um ordentlich eben halt auch Sound machen zu können. Um die Sprachsteuerung für das Gerät zu optimieren, muss es halt sowohl auf sehr kurze Distanzen als auch auf sehr lange Distanzen gut hören können. Das heißt, wir mussten uns überlegen, wie bringen wir die Mikrofone im Gehäuse unter. Zum einen so, dass wir wirklich eine gute Abdeckung durch steuerbare Richtmikrofonierung für unterschiedliche Entfernungen und für unterschiedliche Räume haben. Zur Optimierung des Systems sind wir dann in unser DIN-Wohnzimmer gegangen mit einer genormten Akustik, wo wir dann reproduzierbar unterschiedliche Szenarien einfach durchtesten konnten. Und so konnten wir dann die Mikrofonposition und auch die Algorithmen des Mikrofons optimieren. Wir haben für das Richtmikrofon-Array 4 MEMS-Mikrofone verwendet. Die Signale von den 4 Mikrofonen werden so verrechnet, dass man halt eine Richtcharakteristik in eine ganz bestimmte Richtung hat. Das kann man steuern in 360 Grad. Und es gibt noch ein paar andere Algorithmen. Wir müssen noch das Echo von dem Sound, den der Speaker selber wiedergibt, rausfiltern über Echo Cancellation. Und es gibt noch ein paar Algorithmen, einfach um Störgeräusche zu entfernen. Dadurch, dass wir sowohl die Aufnahmeseite, die Mikrofonierung und die Wiedergabeseite optimieren und auf das Gehäuse abstimmen konnten, haben wir eine Qualität erreicht, die gerade für Freisprecherrichtungen sehr gut ist. Mit diesen neuen und verbesserten Möglichkeiten soll auch die digitale Sprachsteuerung der Plattformdienste besser gelingen. Die Sprachdaten werden ausschließlich auf Servern in der EU verarbeitet und unterliegen damit dem strengen europäischen Datenrecht. Außerdem können die übermittelten Befehle eingesehen und manuell gelöscht werden. So hat der Nutzer die volle Kontrolle. Nach der vollständigen Beendigung des Dienstes werden die Daten nach Ablauf von 90 Tagen vollständig gelöscht. Wir glauben, dass Sprachsteuerung die natürliche oder vielleicht sogar die natürlichste Art der Kommunikation ist, dass es einfach erwartet wird, dass in Zukunft alle Geräte, alle Dienste, alle Services auch über Sprache gesteuert werden können. Unser Smart Speaker ist als offene Plattform geplant, um Partner zu enablen, mit sich auf die Plattform aufzuschalten. Das sind lokale oder können lokale Partner sein, wie die Rewe, Tagesschau Online. Also der Kunde kann bei uns entscheiden, ob er Hallo Magenta oder Alexa benutzen will. Das verstehen wir unter offen, und wir können auch dort noch andere Partner aufschalten. Und wir sind da ja zuversichtlich, dass das passiert. Hallo Magenta, starte die Spotify-Wiedergabe. Hallo Magenta,
Stopp! Hallo Magenta, wie wird das Wetter in Oldenburg? Hier kommt das Wetter der nächsten 3 Tage. In den nächsten Tagen gibt es beim Wetter in der Region Oldenburg einen Mix aus Wolken und Sonne. Es wird wärmer. Am Samstag weht ein teilweise kräftiger Wind aus westlicher Richtung. Danke. Mit dem Ziel, eine hervorragende Spracherkennung zu realisieren, haben wir uns damals auf die Suche gemacht nach einem kompetenten Partner. Wir hatten viele Anlaufpunkte, unter anderem das Fraunhofer IDMT in Oldenburg. Dadurch, dass die Qualität unserer Produkte immer im Vordergrund steht, war uns nicht nur die Spracheingabe, also Spracherkennung und alles, was dazugehört, sondern auch die Sprachausgabe enorm wichtig. In den ersten Abstimmungsmeetings haben wir damals festgestellt, dass uns Fraunhofer viel mehr unterstützen kann, als das, was wir ursprünglich vorhatten oder wonach wir gesucht haben. So war Fraunhofer von Anfang an bis zum Ende der Produktentwicklung eingebunden und hat uns als tatkräftiger Partner unterstützt. Wir haben in dem Projekt mit den Signalverarbeitungsalgorithmen für die Mikrofonierung und die Lautsprecher für die Wiedergabe angefangen. Das Ganze aber hat sich dann deutlich breiter entwickelt auch. Wir konnten auch unser Know-how im Bereich akustisches Messen und akustisches Testing einbauen. Wir haben die End-of-Line-Tests für die Massenproduktion mit designt und auch dafür die Hardware gebaut. Wir haben aber auch Tests gemacht, die jetzt auf den ersten Blick gar nichts mit Audio zu tun haben, sondern einfach der Zuverlässigkeit dienen, wie Temperaturuntersuchungen und Messungen bezüglich Clear-Faktor und Gehäusetoleranzen, solche Sachen. Ziel der Abteilung Hör-, Sprach- und Audiotechnologie in Oldenburg ist die Schaffung eines umfassenden Angebots. Sozusagen ein One-Stop-Shop für die Integration von Audio-Systemtechnik. Wir möchten entlang dieser Strategie Audiotechnologie aus einer Hand tatsächlich den Bereich der Voice-Enabled Devices vorantreiben. Das heißt wirklich ein Angebot, auch gerade für den Mittelstand schaffen, wo der seine Produkte durch Innovationen aus dem Bereich der Audiotechnologie ergänzen kann. Also zum Beispiel, ich habe ein Gerät und das hat bisher keine Sprachsteuerung, wäre aber für die Kunden attraktiv oder auch als Bedienmöglichkeit für die Geräte attraktiv. Dann kann er von uns quasi alles aus einer Hand bekommen, von der Signalaufnahme über die Signalaufbereitung, die Spracherkennung natürlich selbstverständlich auch, bis hin eben halt zur Signalisierung an sein System. Wir freuen uns sehr, dass in dieser kreativen und vertrauensvollen Zusammenarbeit ein so tolles Produkt entstanden ist. Und ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass das da an dieser Stelle sicherlich auch noch weitergehen wird. Hallo Magenta, wie spät ist es? Es ist 16.40 Uhr. Oh, muss ich los. Hallo Magenta? Alles ausschalten bitte.